Hallo, ich bin der Malteser Joe. Jeder, also eigentlich heiße ich Christian Margraf, aber jeder kennt mich nur unter Malteser Joe. Ich bin seit 1996 bei den Maltesern und seit 1999 Ortsbeauftragter des schönen Ortsverbandes Aberselt. Also, der Grund ist im Endeffekt, weil ich viele, viele tolle Menschen kennengelernt habe. In Aberselt, im Kreis Schweinfurt, in der Diözese Würzburg und nach und nach dann auch in ganz Deutschland. Und das ist so phänomenal. Das ist eine riesengroße Malteserfamilie. Wir konnten viel helfen. Wir konnten viele Menschen glücklich machen durch alle Dienste, die wir machen. Nicht nur Blaulichtdienste, auch die sozialen Dienste. Und allein das ist was wichtig ist, diese Freude der Menschen zu sehen, dieses Lächeln, was man zurückbekommt. Hallo, ich bin sozusagen Mama Jo. Ich bin zu den Maltesern gekommen durch meinen Sohn und deswegen Mama Jo. Eigentlich heiße ich Hanne Margraf. Bin seit 2007 bei den Maltesern und dann war ich für den Rettungsdienst einfach zu alt. Und das haben die Malteser wahrscheinlich gehört und schon gab es den Bezugsdienst. Und habe auch die Gruppe aufgebaut und ja, glaube fast 10 Jahre lang oder über 10 Jahre lang geleitet. Und das war für mich ein ganz, ganz großes Erlebnis. Wir haben dann unseren Einkaufsbus in 2011 nach Vorbild der Kollegen aus Geseke eingeführt. Und ja, dann kamen dann anschließend die Impffahrten noch dazu, die wir organisiert haben. Dann gingen wir über zum Telefonbesuchsdienst und eine Frau habe ich dann auch zum Sterben begleitet, telefondienstmäßig, weil sie sagt, Frau Markgraf, ich bin zu schwach zum Beten. Habe ich gesagt, kein Problem. Ich habe sie jeden Abend um 8 Uhr angerufen, habe mit ihr gebetet, habe ihr ein schönes Lied vorgespielt, habe ihr noch den Segen von unserem Kaplan übermittelt. Ich bin die Sani D'Amico. Ich bin die große Schwester vom Joe und ich bin eigentlich diejenige, die mit den Maltesern angefangen hat. Ich habe mit 18 meinen Sanitätskurs gemacht, einfach aufgrund von Freunden, sind dann eben zusammen immer auf Sanitätsdienste. Ich habe dann, bin weggezogen, habe daraufhin pausiert und dann war es wirklich so, dass die ganze Familie, als ich zurückkam, Malteser infiziert war einfach. Wir waren dann sonntags, wenn wir uns getroffen haben, am Tisch gesessen und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht mitreden, weil ich bin ja eigentlich nimmer beteiligt. Und somit hat sich dann die Chance ergeben, über die SEG-Betreuung bei den Maltesern wieder einzusteigen. Und es war einfach wieder eine Rückkehr in die Malteser-Familie. Und ich fand es toll, weil Malteser viel Nähe gibt und einfach die Zusammengehörigkeit in der Malteser-Familie eigentlich, finde ich, einzigartig ist. Hallo, ich bin die Simone Margraf. Ich bin seit meiner Kindheit bei der Malteser Jugend gewesen, habe dann mit 16 meinen Einsatzsanitäter gemacht und bin jetzt seit 12 Jahren aktiv in Sanitätsdiensten unterwegs. Durch die Malteser durfte ich dann tatsächlich an Sanitätsdiensten teilnehmen wie Summer Breeze. Das ist ein Heavy Metal Festival. Ich höre ja selber Heavy Metal und so konnte man Leidenschaft mit der anderen Leidenschaft sozusagen vereinen. Ja, was soll ich sagen? Malteser sein geht mir persönlich sogar unter die Haut. Ich finde es so toll, Malteser zu sein, dass ich mir mit 20 sogar das Malteserzeichen habe tätowieren lassen, weil ich sage, es gibt einfach nichts Tolleres auf dieser Welt, Mitglied einer solchen Gruppe zu sein, die eigentlich fast Familie ist. Hallo, ich bin der Justin Ametko, ich bin das jüngste Mitglied der Familie. Ich bin ungefähr seit 5 Jahren ehrenamtlich bei den Maltesern dabei und von klein auf wurde ich eigentlich schon von der ganzen Familie immer zu allem mitgenommen. Es ist einfach, dass die ganze Familie beieinander ist, dass man einfach Freude an der Arbeit hat oder was heißt Arbeit, aber einfach mit den Leuten untereinander sein kann, Leuten helfen kann. Wo ich sage, meine Familie macht das auch, dann möchte ich das auch machen. Also es war nie so, dass ich sage, nee, das interessiert mich gar nicht, sondern ich habe mich eigentlich gleich vom Kindesalter auf gleich direkt dafür interessiert und das hat sich bis jetzt weiter so entwickelt. Weil mein erster Einsatz, wenn man es so nennen möchte, es war einfach so eine Aufregung und dann im Endeffekt bin ich so schnell wie möglich hingerannt und habe einfach der Person geholfen, so gut wie ich konnte. Und das war sehr aufregend und sehr faszinierend, ja. Ich durfte schon so viel erleben, so viel Positives, wo ich sage, das ist es einfach wert, dass ich meine ganze Freizeit da rein verbringe. Das ist es wert und das würde ich auch, also mein Leben lang machen wollen.